Ich freue mich, jetzt einen Redner ankündigen zu können, der schon letztes Jahr auf der Trollcon gesprochen hat. Klaus Kusanowski wird uns jetzt gleich etwas über Postboten und Hunde erzählen. Einen fröhlichen Applaus für unseren Vortragenden, bitte. Oh ja, das ist toll, ein Glas. Oh, aber das kann ich hier nicht hinstellen. Ich will es sehen. Ja. So, einen guten Tag zusammen. Also das Erste, was ich sagen will, ist, ich widme meinen Vortrag dem Christopher Lauer. Also ich habe einen Hund und der liegt draußen auf dem Hof und er tut da das, was alle Hunde tun. Der bewacht also sein Königreich. Und jedes Mal, also wenn er einen Menschen beim illegalen Grenzübertritt erwischt, dann fängt er an, wie bekloppt zu kläffen. Und bin ich dabei darauf aufmerksam geworden, dass immer wenn der Postbote kam, er plötzlich damit aufhörte. Und da habe ich mich gefragt, wie das wohl sein kann. Normal ist das nicht. Und dann habe ich einmal hingeguckt und habe ich festgestellt, dass der Postbote jedes Mal, wenn er kommt, bei uns so die Treppen hoch geht draußen, dann wirft er dem Hund so ein Leckerli hin. Und der Hund schnappt natürlich nach dem Leckerli und ist dann immer ganz glücklich. Ich hatte irgendwann mal diesen Postboten gefragt, darauf angesprochen. Und dann erzählte er mir, warum er das macht. Er sagt, das ist eine ländliche Gegend, da hat so jeder zweite, dritte Nachbar einen Hund. Die sind auch alle draußen, die liegen da rum. Und jeder von diesen Hunden kläfft. Und der sagt, das geht ihm furchtbar auf den Wecker. Diese furchtbare Kläfferei ist viele Stunden lang beschäftigt, diese Post auszutragen. Und das kann ich gut nachvollziehen. Ich krieg schon zu viel, wenn mein Hund nur einmal kläfft oder einmal oder zweimal pro Stunde. Und er hat alle paar Minuten mit dieser Kläfferei zu tun. Also, was macht er? Er wirft dem Hund so ein Leckerli hin. Und dann hat er seine Ruhe. Das ist eigentlich eine ganz einfache, banale Alltagssituation, die nichts Besonderes ist. Aber ich will diese einfache Situation mal erklären. Sie hat etwas mit dem zu tun, worüber wir hier reden. Ich will diese Situation etwas analysieren. Also erstens, der Postbote kann die Begegnung mit dem Hund nicht vermeiden. Das geht nicht, das ist sein Job, das ist seine Arbeit, die muss er machen. Zweitens, der Postbote hat eine Schwachstelle. Diese Schwachstelle, das ist eine empfindliche Wahrnehmung. Und diese Wahrnehmung kann er nicht einfach abschotten. Also er kann sich nicht etwa irgendwie einen Gehörschutz aufsetzen, das ist nicht praktikabel. Und drittens, der Postbote hat auch keine Möglichkeit, irgendwie mit jedem einzelnen Nachbarn nun irgendwie eine Verabredung darüber zu treffen, wo die Hunde bleiben sollen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Auch kann der Postbote sich nicht an alle gleichzeitig wenden, an alle Nachbarn, weil die Nachbarschaft keine gemeinsame Adresse hat. Und sein Vorgesetzter, der Vorgesetzte dieses Postboten kann auch nicht einschreiten, weil der Vorgesetzte ja nicht der Vorgesetzte der Nachbarn ist. Also es gibt also keine Möglichkeit, da einzuschreiten. Nun könnte der Postbote also traurig sein, wenn er diesen Lärm von den Hunden nicht aushalten kann. Er könnte traurig sein, er könnte sich einen Zwang antun und darunter leiden. Aber eben, das macht er nicht, er greift zur Selbsthilfe und das war's. Die Situation ist die, wenn er nicht zur Selbsthilfe greift, was soll der Postbote dagegen machen, wenn er klar und eindeutig erkennen kann, dass er nichts dagegen machen kann? Und die überraschende Antwort lautet ganz klar, er macht nichts dagegen, sondern er füttert den Hund. Und erst jetzt kann man erkennen, dass diese Ausweglosigkeit dieser Begegnung nicht das Hindernis ist, sondern die Ausweglosigkeit ist die Voraussetzung für eine Lösung. Und wenn man das so sieht, da gibt sich eine ganz andere Betrachtung. Erstens, auch der Hund kann der Begegnung mit dem Postboten nicht ausweichen. Zweitens, dann erkennt man, dass auch der Hund eine Schwachstelle hat. Die Schwachstelle des Hundes, das ist diese Diskrepanz zwischen seiner unersättlichen Gier auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Tatsache, dass er mit so einem winzigen Leckerli ist er zufriedenzustellen. Und diese Schwachstelle kann jetzt der Postbote erkennen und ausnutzen und sich den Hund gefügig machen.
Und Ergebnis der ganzen Geschichte ist, der Hund freut sich, wenn der Postbote kommt. Und der Postbote freut sich, wenn der Hund sich freut. Die Lösung besteht also darin, dass der Postbote die Unvermeidlichkeit der Begegnung unter seine eigenen Bedingungen stellt. Und sich nicht gegen die Bedingungen zur Wehr setzt, die der Hund stellt. Erst wenn er sich nicht wehrt, erkennt er, dass auch der Hund sich nicht wehren kann. Aber das kostet etwas, und zwar ein Leckerli. Nicht wahr? Das Leckerli ist praktisch ein an den Hund zu entrichtender Wegezoll. Aber dieser Zoll, den er zahlt, diese Wegegebühr, ist relativ gering im Verhältnis zu der Entlastung der Wahrnehmung. Nun ist klar, ich will nicht über Hundeerziehung reden. Es ist klar, ich will über diese Internettrollerei sprechen. Auch will ich nicht andeuten, etwa, dass man die Internettrolle so einfach dressieren könnte, wie man Hunde dressieren kann. Das ist nicht möglich, das ist klar. Schon deshalb nicht, weil man ja nicht genau weiß, wer ist Hund und wer ist Postbote, nicht wahr? Wer ist Troll und wer ist Christopher Lauer? Der Unterschied ist nicht so eindeutig. Aufmerksam machen möchte ich nur auf diese scheinbare Unausweichlichkeit der Begegnung. Deshalb will ich sagen, die Ausweglosigkeit ist deshalb nur ärgerlich, wenn man meint, man könnte das Problem durch Vermeidungsmaßnahmen lösen. Aber gerade durch Vermeidungsversuche entsteht das Problem erst. Das Problem entsteht nicht schon deshalb, weil Hund und Postbote sich begegnen. Das Problem entsteht nicht schon deshalb, weil der Hund kläfft oder weil der Postbote eine empfindliche Wahrnehmung hat. Noch nicht deshalb entsteht das Problem, sondern erst, wenn geglaubt wird, man müsse irgendetwas vermeiden, unter der Voraussetzung, dass die Begegnung überhaupt nicht zu vermeiden ist. Kehrt man dann die Perspektive um, dann stellt man fest, dass die Begegnungssituation selbst die Voraussetzung für eine Lösung ist. In der Begegnungssituation sind die Möglichkeiten auffindbar, die dazu beitragen, das Problem zu lösen. Und genau dieser Sachverhalt, der gilt für diese Internettrollerei. In der Begegnungssituation liegt die Lösung und nicht das Problem. Fast jede Woche lese ich, wenn ich im Internet surfe, irgendwelche Ratschläge darüber geschrieben, wie man mit diesen Internettrollen umgeht. Und alle Ratschläge werden immer begleitet von der Einsicht, dass mit den jeweils angegebenen Ratschlägen auch keine Lösung gefunden werden kann. Und immer wird die Lösung auf die Hoffnung verlegt, es könnte doch irgendwie klappen. Ich will das an einem Beispiel zeigen. Nämlich ein Blogartikel von Anatol Stefanovic, den ich persönlich nicht kenne, den ich aber so für einen intelligenten Kerl halte, soweit ich das sagen kann, weil seine Blogartikel das ein oder andere Mal durchaus intelligente Sachen enthalten. Und er gibt in einem Blogartikel eben folgende Ratschläge für den Fall, dass man mit Trollen zu tun bekommt. Er zählt auf und erläutert: Unterstützung sichern, Anzeige erstatten, die Zuständigen der jeweiligen Plattform informieren, den Troll blocken, Gegenkommunikation betreiben und Öffentlichkeit schaffen. Und diese Ratschläge werden schließlich abgeschlossen mit einer Formulierung, wörtlich: Füttern wir die Trolle nicht, aber ignorieren wir sie auch nicht. Bekämpfen wir sie allein und gemeinsam. Also allein und gemeinsam. Welchen Schluss soll ich, der ich beratungsbedürftig wäre, daraus ziehen? Der Ratschlag von ihm lautet: Wie auch immer, aber gehe der Trollerei nicht aus dem Weg und versuche sie dadurch zu verhindern. Das heißt doch, betreibe Gegentrollerei. Denn wenn man sich an diese Ratschläge hält, dann treibt man nur die Eskalation immer weiter. Der Ratschlag, den er gibt, lautet: Mach einfach weiter mit der Trollerei so herum oder andersherum. Das Problem ist immer auf deiner Seite. Du hast keine Lösung, du hast immer etwas zu tun, du kommst nie zurecht, das bringt dich überhaupt nicht weiter, aber mach weiter. Und der Höhepunkt ist dann noch, dass der Ratgeber an alle anderen appelliert, auch weiterzumachen. Und mehr noch, wir alle gemeinsam, also auch die anderen, nicht wahr?
die Trolle, also ne, die auf der anderen Seite der Vernunft, die sollen auch weitermachen. Denn wer nicht gemeint ist, wird in dem Blogartikel nicht gesagt. Also was dem Herrn Stefanowitsch da in dem Blogartikel offensichtlich nicht begreiflich zu sein scheint, ist, dass dies das Geschäft der Trolle ist. Sie machen immer weiter ohne Rücksicht auf sich selbst und andere. Und ich, der beratungswillig ist, wird nun mit der Information abgefertigt, es einfach mitzumachen. Ich soll es Ihnen gleich tun. Und wie könnte ich nun glauben, ganz pragmatisch gesehen, dass ich diese Trollerei nicht fortsetze, obwohl ich es dennoch tue? Die Antwort lautet, weil ich so unglaublich unschuldig bin, nicht wahr? Weil die Schuld der anderen immer schon evident ist und allen anderen und die Schuld allen anderen, alle anderen meinen Überlegungen und Handlungen vorausgeht. Deshalb bin ich so furchtbar unschuldig. Komplizierter ist das hier nicht. Meine kleine Welt ist eine heile Welt. Sie ist völlig in Ordnung und wird nur verletzt durch das dunkle Treiben der anderen. Nach diesem naiven Muster funktionieren all diese Ratgeber, die diese Ratlosigkeit erzeugen, von welcher bei Stefanowitsch auch noch die Rede ist, indem er wörtlich schreibt, leider habe ich auch keinen Ausweg. Und ich meine eben, dass diese Ratlosigkeit, dass die auch bei Christopher Lauer zu erkennen war vorhin. Das müsste ändern mit dem Ding, ich kann da nicht immer mich bücken. Also man könnte über diese Ratlosigkeit schmunzeln und den Ratgeber mit seiner Ratlosigkeit alleine lassen. Denn was will der Ratgeber denn noch? Dennoch, er will was gegen Trolle machen, aber alles, was er empfiehlt, ist das Weitermachen. In so einem Fall würde ich sagen, wer so ein Problem hat, gehört zu den Glücklichen dieser Welt. Da könnte ich neidisch werden. Denn die Frage ist doch, was gehen mich die Probleme dieser Trolle, was gehen mich die Probleme von Stefanowitsch an? Oder eben auch die Probleme von Christopher Lauer? Also zugespitzt formuliert, worüber soll ich hier noch reden, wenn ich, worüber und warum, wenn ich das Problem nicht habe und nur schwer bekommen kann? Weil ich nämlich eine Erklärung dafür habe, was ich tun müsste, um es zu bekommen. Ich müsste nämlich versuchen, die Begegnung mit den Trollen zu vermeiden, unter der Voraussetzung, dass ich sie nicht vermeide. Ich aber, da meine ich jetzt mich ganz persönlich, ich will die Begegnung gar nicht vermeiden. Ich weigere mich. Im Gegenteil, ich würde sie gern alle kennenlernen wollen. Sollen sie doch mal zu mir kommen und mich mit ihren unerwünschten Meinungen belästigen. Mein Appell an alle Trolle dieser Welt lautet, kommt doch mal zu mir, kümmert euch doch mal um mich. Und man merkt sofort, nicht wahr, dass dieser Wunsch genauso wenig in Erfüllung geht wie der gegenteilige Wunsch. Das klappt nicht. Also, daraus folgt, über Trolle zu reden, bringt eigentlich gar nichts. Die Sache ist geklärt. Wenn man eben, wie ich, sage, ich will ihre Begegnung gar nicht vermeiden, egal was auch immer sie an Meinungen äußern, egal welche, und seien sie noch so hässlich und zum Kotzen, das ist egal. Ich nehme das hin. Heißt also dann, über Trolle gibt es nicht viel zu sagen. Und dann stellt sich die Frage, worüber sollte man denn sonst reden? Und ich bin dann jemand, der macht sich ein anderes Problem. Meine Antwort lautet, ich mache mir aus Trollforschung ein Problem und kümmere mich um dieses Problem und nicht um die Trolle. Und im Folgenden möchte ich kurz erklären, so gut es in der Kürze der Zeit geht, warum ich mir dieses Problem mache und warum ich dann über Trollforschung reden möchte. Und dazu möchte ich ganz kurz etwas ausholen. Die Standardantwort von Soziologen, wenn sie gefragt werden, wie Menschen in Gesellschaft kommen, die lautet, die Vergesellschaftung geschieht durch Arbeit. Mit Arbeit ist vor allem die Erwerbsarbeit gemeint, aber eben nicht nur. Gemeint ist jede Art von Tätigkeit, in der Menschen sich um andere Menschen kümmern und die darum der Organisation bedarf. Also auch das, was hier auf der Trollkon geschieht, ist Arbeit, ist organisierte Arbeit. Durch Arbeit werden wir in Kommunikation verwickelt, so sagen es die Soziologen, und durch diese Verwicklung sind wir an Gesellschaft beteiligt.
Und wer sich nun nicht jeden Tag mit Soziologie beschäftigt, der wird das etwas merkwürdig finden, denn man kann ja nicht sagen, dass man sich in Gesellschaft befindet, man kann es merkwürdig finden, weil man sich ja fragen kann, befinde ich mich in Gesellschaft, wenn ich in der Straßenbahn sitze? Denn da arbeite ich nicht. Das ist klar. Also wenn du 3 Stunden nach Straßenbahn oder Zug fährst, dann arbeitest du nicht. Und dann befindest du dich für diese Zeit nicht in Gesellschaft. Diese Merkwürdigkeit löst sich auf, wenn man eben daraus den Schluss zieht, dass ich, wenn ich nicht arbeite, mich eben nicht mehr in Gesellschaft befinde, beziehungsweise nicht mehr in einer solchen Gesellschaft, wie sie von Soziologen beschrieben wird. Denn die Soziologie hat ja auch nur eine und auch nur eine spezielle Sichtweise darüber, wie man Gesellschaft beschreiben kann. Die Sichtweise der Soziologen ist ja nicht die einzig entscheidende und die einzig gültige. Gesellschaft kann man eben auch anders beschreiben. Dementsprechend also gäbe es Lücken der Vergesellschaftung und entsprechend befände ich mich also nicht immer in Gesellschaft. Nämlich dann nicht, wenn ich nicht arbeite. Und dann tue ich eben etwas anderes. Entsprechend wäre ich dann in soziologischer Hinsicht nicht vollständig vergesellschaftet, weil ich nicht immer arbeite. Nun spare ich mir natürlich diese Dinge theoretisch zu diskutieren. Ich habe dagegen einige Einwände gegen diese Sichtweise, dass Menschen durch Arbeit vergesellschaftet werden. Aber wir sind ja hier nicht auf einem soziologischen Fachkongress. Die Mehrheit in der Gesellschaft kann das erstmal glauben, dass es so ist. Denn ganz falsch ist diese Betrachtungsweise ja auch nicht. Denn tatsächlich erklärt das ja auch was. Nicht wahr? Tatsächlich in der Straßenbahn lernst du keine fremden Menschen kennen. Also diese Antwort, die Vergesellschaftung geschieht durch Arbeit, erklärt tatsächlich auch was. Die erklärt, wie es sein kann, dass du Menschen kennenlernst unter der Voraussetzung, dass du sie gar nicht kennst. Ja, du musst ja von Menschen immer schon etwas wissen, um sie kennenzulernen. Denn wie sollst du sonst Menschen ansprechen? Und hier geht das. Weil hier treffen sich Menschen, hier wird Arbeit organisiert. Hier weiß man, warum andere da sind. Und entsprechend kann man andere ansprechen und sich kennenlernen. Das geht in der Straßenbahn nicht so gut. Nun ist den Soziologen natürlich nicht entgangen, dass diese Standardantwort nicht mehr so stimmen kann. Das gilt insbesondere für den Fall von Erwerbsarbeit. Die Technisierung, die Rationalisierung, die Automatisierung, die Effizienzsteigerung kann man überall beobachten, natürlich in der Industrie, aber da nicht nur, sondern vor allen Dingen auch im Dienstleistungssektor inzwischen. Und es dauert auch nicht mehr lange, bis wir eine Vollautomatisierung des Straßenverkehrs kriegen beispielsweise und so weiter. Man kann es auch am Problem der Arbeitslosigkeit sehen. Die Arbeitslosigkeit, das kann keiner mehr lösen, das Problem. Und entsprechend wird das Problem der Arbeitslosigkeit ersetzt durch das Problem der Bekämpfung der Arbeitslosenstatistik. Und das ist nicht dasselbe. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Arbeitslosen und gezählten Arbeitslosen. Und der Unterschied wird immer größer. Soziologen stellen natürlich fest, dass die Arbeit, die in der Freizeit geleistet wird, immer mehr wird. Das stimmt. Es stimmt aber auch, dass die Arbeit, die in der Freizeit geleistet wird, viel häufiger von denen geleistet wird, die schon über Erwerbsarbeit vergesellschaftet sind. Das heißt also, auch diejenigen, die noch Erwerbsarbeit leisten, engagieren sich sehr viel mehr in ihrer Freizeit als alle anderen. Das heißt also, immer mehr Menschen sind irgendwie von der Gesellschaft, die Soziologen so beschreiben, abgekoppelt. Und die Soziologen verstehen das nicht und rätseln darüber, wie man daraus schlau werden kann. Dass sich in der Gesellschaft etwas an der Vergesellschaftung durch Arbeit ändert, kann man an einer sehr interessanten Diskussion ablesen als Indikator, nämlich an der Diskussion über das sogenannte bedingungslose Grundeinkommen. Davon habt ihr wahrscheinlich alle schon gehört, darüber wird diskutiert. Vor 20 oder 30 Jahren hätte man über dieses Thema in so einer Versammlung noch nicht so reden können, weil vor 20 oder 30 Jahren noch kaum einer darüber so informiert gewesen wäre. Diese Themenprominenz dieses bedingungslosen Grundeinkommens ist ein Indikator dafür, dass sich diese Hoffnungen auf Erwerbsarbeit und die Relevanz der Erwerbsarbeit, dass sich das geändert hat. Also der kürze halbe lasse ich es bei der These, dass diese Vergesellschaftung durch Arbeit langsam immer fraglicher wird und denke darüber nach, durch was sie ersetzt wird. Durch welche Form der Vergesellschaftung, wenn gegenwärtig noch nicht dringlich,
sichtbar, aber anfänglich und in den nächsten 10 oder 20 Jahren immer deutlicher. Durch welche Form der Vergesellschaftung könnte die Vergesellschaftung durch Arbeit ersetzt werden? Und da traue ich mir zu, einen Tipp abzugeben. Und der lautet, die Vergesellschaftung durch Arbeit wird abgelöst von der Vergesellschaftung durch Spiegel. Menschen geraten immer mehr und besser durch Spiegel in Gesellschaft. Ich will das jetzt nicht beweisen, dass das so ist. Das kann ich nicht beweisen, das ist ein Tipp. Tipps sind nicht dazu da, um sie zu beweisen, sondern um sie abzugeben. Das ist wie Lotto-Tipp. Ich kann nicht beweisen, dass die Lottozahlen kommen, wenn ich sie tippe. Ich tippe darauf. Ich will nur auf den Unterschied zu sprechen kommen zwischen Arbeit und Spielen. Der wichtigste Unterschied zwischen Arbeit und Spielen ist der Fall, dass man aus welchen Gründen auch immer nicht beteiligt ist. Beteiligst du dich nicht an Arbeit, zieht das Konsequenzen in Form von Sanktionen nach sich, die du lieber vermeiden möchtest. Die Konsequenzen sind, dass du kein Geld hast, das ist klar, dass du weniger Geld bekommst, was sich auf deine Kinder auswirkt, die dann auch schlechtere Chancen haben. Oder dass du dann, wenn du arbeitslos wirst, vom Arbeitsamt schikaniert wirst. Kennt ja jeder. Aber auch der Fall, dass du dich nicht in deiner Freizeit engagierst, hat Konsequenzen. Deine ehrenamtliche Arbeit ist nicht nur irgendwie freiwillig. Dich zwingt keiner dazu, das ist richtig. Aber lassen kannst du das auch nicht so einfach. Denn nicht arbeiten heißt nicht bloß Einsamkeit, sondern nicht arbeiten heißt ein Verlust an Informiertsein über die Gesellschaft. Die tägliche Beschäftigung mit Massenmedien reicht nicht aus, um dich über Gesellschaft einigermaßen gut zu informieren. Das liegt einesteils daran, dass in der Zeitung oder im Fernsehen so viel nicht drinsteht, und andererseits liegt das daran, dass wir alle irgendwelche Berufe haben oder irgendwelche Interessensgebiete. Und um darüber informiert zu sein, musst du dich irgendwie in Gesellschaft begeben, und dann wird es eben doch wahrscheinlicher, dass du anfängst, in deiner Freizeit dich irgendwie zu engagieren. Ja, das heißt also, nur dadurch, das ist genau das, was ihr hier macht hier bei diesem Hackerspace. Also genau dadurch, dass ihr hier so ein Hackerspace organisiert, bekommst du Informationen, die du woanders eben nicht bekommen kannst. Und die sind für dich unverzichtbar. Wenn du also durch Arbeit in Gesellschaft anfänglich verwickelt wirst, so ungefähr, dann kannst du den Anschluss an diese Arbeit nicht einfach nur durch Erwerbsarbeit sicherstellen. Und zwar deshalb, was auch damit zusammenhängt, dass du, dass wir selbst längst schon so weit sind, dass du selbst mit einem Abitur, mit einem Studium, mit einer Berufsausbildung, und wenn du noch so tüchtig bist, also du kannst dich, das garantiert nicht mehr, dass du eine Arbeitsstelle bekommst oder auch behältst. Die Wahrscheinlichkeit ist heute eigentlich nur noch an einen Zufall gekoppelt. Jeder Berufssparte ist von Arbeitslosigkeit betroffen. Inzwischen glaube ich, also nicht glaube ich, sondern habe ich gesehen, dass in Talkshows schon die ersten arbeitslosen Politiker auftauchen. Also das gibt's schon. Das heißt also, der Zweck deines ehrenamtlichen Engagements besteht darin, am Ball zu bleiben. Wir sind in der Situation, dass die Notwendigkeit zur Information der Möglichkeit der Produktivität vorausgeht. Und aus diesem Grunde kannst du mit Arbeit nicht so einfach aufhören. Deine ehrenamtliche Arbeit ist zwar, also dich zwingt keiner dazu, das stimmt, aber ganz freiwillig ist das auch nicht. Und wenn man das so nimmt, dann kannst du auch erklären, warum wir alle, wenn wir irgendwie uns an Arbeit beteiligen, wir alle irgendwelche Rechte fordern. Das muss sein, denn würden wir das nicht tun, würden wir irgendwie in der Sklaverei landen. Einerseits wirst du sanktioniert, wenn du nicht arbeitest. Wenn du dann aber arbeitest, wirst du schon wieder sanktioniert. Und deshalb müssen wir Rechte fordern. Und diese Rechte können wir nur in der Konkurrenz durchsetzen. Und dadurch wird die Arbeitswelt immer komplizierter. Und die wird dann irgendwann so kompliziert, dass man es gar nicht mehr aushält. Das führt dazu, dass wir praktisch eine Gleichverteilung von sozialer Ungerechtigkeit haben. Die einen fühlen sich ungerecht behandelt, weil sie keine Arbeit haben, und die anderen, sobald sie eine Arbeit haben. Und diese Zusammenhänge sind nicht beliebig aushaltbar,
für Menschen. Es geht noch ein bisschen so weiter. Ich glaube, dass diese Idiotien, dass das noch nicht an ein Ende kommt, aber es ist ja erkennbar, dass die Grenzen des Aushaltens irgendwie irgendwann schon erreicht sind. Und für das Spielen gilt das nun nicht. Für den Spielen gilt der Fall, dass du dich nicht beteiligst, etwas ganz anderes. Wenn du irgendwo nicht mitspielst, dann hat das keine unerwünschten Sanktionen zur Folge. Du hast das Recht, nicht zu spielen. Du kannst es beim Spielen auch genauso gut lassen. Das ist mein Spiel, nicht wahr? Denn sonst wäre es kein Spiel. Du kannst es auch genauso gut lassen. Wenn du aber mitspielst, und das ist jetzt der wichtige Punkt, wenn du aber mitspielst, dann unterliegst du einer ganz scharfen, ganz strengen und einer unerbittlichen und gnadenlosen Verhaltenskontrolle. Diese Verhaltenskontrolle ist so streng, so hart und so unnachgiebig, dass du dich ihr eigentlich fast nicht mehr entziehen kannst. Das Spielen erzeugt die härtesten Sanktionen, die wir so kennen. Das hängt damit zusammen, dass die Voraussetzungen für die Bildung von Erwartungen beim Spiel nicht an Notwendigkeiten orientiert sind, sondern allein an der Möglichkeit, dass es geschieht, aber nicht geschehen muss. Du musst nicht spielen und alle anderen auch nicht. Ich will das am Beispiel der Fairness erklären. Keiner kann genau sagen, was Fairness bedeutet. Jeder hat irgendeine Meinung, aber keiner hat mehr als eine schwache Meinung. Mehr als eine schwache Meinung, darüber kann man gar nicht haben. Fairness hat irgendwas zu tun mit Gerechtigkeit, mit Nachgiebigkeit, mit Rücksichtnahme, mit Verzicht ohne Erwartung auf Gegenleistung, mit Großzügigkeit, mit Freundlichkeit und das alles unter der Bedingung der Konkurrenz. Aber all das heißt nicht sehr viel und ist etwas sehr Unbestimmtes. Niemand bekommt das einigermaßen streng definiert. Und trotzdem ist im Spiel fast immer mit großer Eindeutigkeit erkennbar, ob es fair zugeht oder nicht. Und auch in solchen Fällen, in denen Fairness nicht eindeutig erkennbar wird, in manchen Spielsituationen, funktionieren noch Verhaltenskontrollen, die diese Uneindeutigkeit regulieren. Ich nehme ein Beispiel aus dem Fußballspiel. Jeder kennt vielleicht solche Situationen. Nehmen wir Beispiel, ein Spieler erhält den Ball rechtmäßig, ohne gefoult zu werden, und stürzt, verknickt sich den Fuß und liegt nun verletzt am Boden. Der Ball rollt zum Gegenspieler, der ihn nun auch rechtmäßig bekommt. Er dürfte weiterspielen. Aber das macht er nicht, sondern der Ballbesitzer schießt nun den Ball absichtlich ins Aus. So wird das Spiel unterbrochen, damit der am Boden liegende Spieler verarztet werden kann. Und nun bekommt ja der Spieler aus der Gegenmannschaft den Ball, der diesen Ball nun wiederum rechtmäßig erhalten hat, weil der andere ihn absichtlich ins Ausgeschossen hat. Und was macht der nun, der jetzt den Einwurf macht? Er wirft den Ball ein, aber so, dass ein Gegenspieler ihn ohne Probleme bekommen kann. Das heißt also, er schenkt den Ball zurück an seinen Gegenspieler. Und der behält dann den Ball und das Spiel geht normal weiter. Was hier passiert, ist, dass sich die Gegenspieler gegenseitig den Ball schenken, um Rücksichtnahme zu leisten. Was hier geschieht, ist, dass eine Erwartungsregel gebrochen wird. Denn die Erwartungsregel ist Konkurrenz, beziehungsweise die Erwartungsregel will sagen, die sollen sich den Ball gegenseitig wegnehmen. Dafür findet dieses Spiel statt. Aber in dem Fall wird nun Kooperation hergestellt, sie schenken sich gegenseitig den Ball. Fairness wird sofort erkennbar, weil eine Erwartungsregel gebrochen wird, und zwar deshalb, weil die Brechung der Erwartungsregel ohne Notwendigkeit geschieht. Das ist ganz wichtig. Die Spieler müssen das nicht tun, weil alle Beteiligten den Ball jeweils immer rechtmäßig bekommen haben. Der eine muss ihn nicht ausschießen, der andere muss ihn nicht zurückschenken. Laut Regelwerk ist keiner der Spieler dazu verpflichtet, sich so zu verhalten. Und hier merkt man nun die ganz strenge Verhaltenskontrolle, die als Ergebnis Fairness bemerkbar macht. Würde der zweite Spieler den Ball nicht zurückschenken, dann ist das zwar rechtmäßig, aber eben nicht fair. Und es gibt daran keinen Zweifel. Der Spieler erkennt das sofort. 20.000 Leute im Stadion, von denen keiner sagen kann,
was Fairness bedeutet. Jeder von den 20.000 Menschen hat nur eine ganz schwache Meinung darüber, was Fairness ist. Aber wenn das passiert, diese Szene, dann applaudieren alle. Und sich in einem solchen Fall der Fairness zu entziehen, wäre für den zweiten Spieler, der den Ball nicht zurückschicken wollte, sehr, sehr schwer. Also zeigt er sich fair. Also das ist so schwer, dass das fast nicht zu leisten ist, auch psychisch. Wir kennen das aus Spielsituationen alle. Es wird ganz streng geurteilt, wenn einer schummelt, wenn einer sich als schlechter Verlierer zeigt. Das alles geschieht ohne Absprache, ohne eindeutige Kriterien, ohne Regisseur, ohne Aufpasser, ohne letzte Richterinstanz. Und dann passiert es eben auch nicht selten, dass man sich im Spiel aufregt. Das ist ganz normal. Der Grund für die Erregung ist nämlich, dass das auch noch zum Spiel gehört. Und weil es eben ein Spiel ist, kann man sich so aufregen. Die Erregung kann sich sogar richtig hemmungslos zeigen, weil nämlich auch die Erregung noch in eine Erwartungsregel eingelassen ist. So kann die Erregung mit einer Gegenerregung sanktioniert werden. Und kommt es zu dem Streit, was ja ganz häufig passieren kann im Spiel, so kann man sich dem nicht mehr so einfach entziehen. Man braucht sich dann auch dem Streit nicht mehr zu entziehen, weil nämlich durch eine strenge Verhaltenskontrolle immer erkennbar bleibt, ob der Streit noch zum Spiel gehört oder nicht. Deshalb kann man beim Spiel durchaus mal die Sau rauslassen, weil das alles ganz streng kontrolliert wird. Dazu ein Beispiel, das habt ihr vielleicht vor einiger Zeit im Fernsehen gesehen. Da ging es um den Jürgen Klopp, der Trainer von Dortmund. Er hatte in einer Spielsituation einen Schiedsrichter mit einer furchtbar angsteinflößenden Drohgebärde angeschrien. Und ob das noch fair war, kann keiner sagen. Also einerseits ja, andererseits nein. Die ätzende Diskussion, die dann entstanden ist, war ja dadurch gespeist, dass alle Beteiligten nur eine schwache Meinung darüber haben. Und entsprechend kann die Diskussion darum nicht so eindeutig geklärt werden. Und was hat der Klopp nun gemacht, um diese ätzende Diskussion zu beenden? Weil man muss sich das ja nun so vorstellen, dass der sieht sich dann selber im Fernsehen, der sieht dann in Zeitlupe seine Affenfresse, so sah das ja aus. Und dem gefällt das ja nun auch plötzlich auch nicht. Also er ist ja plötzlich auch nun auch erschreckt, das muss man ja nun sagen. Und er sucht nun nach einem Weg, wie er diese ätzende Diskussion beendet. Und was macht er? Er nennt sich zum Richter in eigener Sache und entscheidet zu seinem Nachteil. Und er sagt, ich habe mich da unfair verhalten. Und er entschuldigt sich und er gibt auch eine Erklärung ab, dass man ihm das glauben kann. Wenn ich mich richtig erinnere, war die Erklärung, dass er sagt, ich bin Profi. Mir als Profi darf das eigentlich gar nicht passieren. War das so ähnlich ungefähr? So etwas hat er gesagt. Und tatsächlich, nicht wahr? Klar. Also sofort. Und der zieht er sich, also er setzt sich, dieser Trainer setzt sich an der Verhaltenskontrolle aus, er scheidet zum eigenen Nachteil. Und was passiert im selben Augenblick, wo er zum eigenen Nachteil entscheidet? Die Diskussion versachlicht sich sofort. Sofort wird es sachlich. Und sofort passiert, dass die Diskussion dann, wenn sie sachlich wird, uninteressant wird. Ne? Auch dieses Beispiel noch zeigt diese ganz strenge Verhaltenskontrolle, der man im Spiel ausgesetzt ist. Der Klopp hätte in der Situation nicht zugeben müssen, dass er unfair sich gezeigt hat. Er hätte genauso gut sagen können, die Unfairness ist von dem Schiedsrichter ausgegangen und ich wollte mich dagegen nur wehren. Das hätte er machen können. Dazu hätte er recht gehabt, aber was wäre dann passiert? Die ätzende Diskussion wäre eben nur weitergegangen. Und er entzieht sich dieser ätzenden Diskussion und zeigt sich eben fair. Und dann kann man im Nachhinein wieder erkennen, dass diese Situation da auf dem Spielplatz, wo er sich so aufgeregt hat, dass die eben noch in den Grenzen der Fairness war. Jetzt muss ich nochmal einen Schluck trinken. Also zurück zu den Trollen. Also das ist das, was ich damit sagen will, sind diese ganz strengen Verhaltenskontrollen, der man ausgesetzt ist, wenn man sich am Spiel beteiligt. Die Strenge der Verhaltenskontrolle entsteht dadurch, weil die Erwartungen, die Strukturen, die sich in dem Augenblick bilden, die sind nicht an Notwendigkeiten orientiert. Immer lautet das Spiel, die Grenzen des Spiels sind immer die, dass es gesagt wird, du kannst es auch sein lassen.
Nun möchte ich eben behaupten, und wir reden ja über Trolle und Internet, dass diese Trolle, dass diese Trollereien, die da im Internet stattfinden, nur Spielerei sind. Das ist nur Spiel und sonst nichts. Sagen wir, es ist ein Diskussionsspiel. Oder es ist ein Versteckspiel, je nachdem, wie man es nennen möchte. Es geschieht nämlich ohne Notwendigkeit. Es gibt keinen notwendigen Grund dafür, mit Unbekannten Kontakt aufzunehmen. Es gibt keinen notwendigen Grund dafür, sich von Unbekannten in Kommunikation verwickeln zu lassen. Es gibt keinen notwendigen Grund dafür, Unbekannte von der eigenen Meinung überzeugen zu wollen. Es gibt keinen notwendigen Grund dafür, bei Fremden seinen Namen oder seine Adresse zu hinterlassen. Und es gibt keinen notwendigen Grund dafür, sich für andere, die man gar nicht kennt, ansprechbar zu machen, wie das beispielsweise bei Twitter geschieht. Du machst einen Account und schon kann dir jeder folgen. Du machst dich da adressierbar. Und dafür gibt es keinen notwendigen Grund. Wer aber nun das Gegenteil behauptet, wer also hartnäckig Gründe nennen möchte und sagen möchte, dass dies mit Notwendigkeit geschieht, wie ich mir vorstellen kann, dass Christopher Lauer es vielleicht sagen würde, er würde möglicherweise sagen, das geschieht mit Notwendigkeit, wenn er das tut, der kann für seine Gründe keine Notwendigkeit mehr finden, wenn man jederzeit die Bereitschaft zeigt, dass alle anderen, die unbekannt sind und es bleiben dürfen, ihre Gründe ebenfalls ungehindert und jederzeit nennen können. Komplizierter Satz heißt eigentlich nur, wer ins Wasser springt, wird auch nass. Und es geht nicht beides. Also entweder du springst ins Wasser, dann wirst du auch nass, oder wenn du ins Wasser springen willst, du aber schreist, dass du nass wirst, dann bringt das nichts. Du musst damit einverstanden sein. Und das Schöne ist, du kannst damit einverstanden sein. Wenn es eben ohne Not geschieht, du musst dich nur dieser Verhaltenskontrolle unterwerfen. Unter der Voraussetzung, dass Menschen, die füreinander unbekannt sind, nicht die Bereitschaft zeigen, sich gegenseitig daran zu hindern, miteinander in Kontakt zu kommen, kann die Angabe von Gründen für dieses Tun durch die Fortsetzung dieser Art von Kommunikation nicht mehr plausibel gemacht werden. Man könnte auch sagen, in dem Fall dreht die Kommunikation am Rad oder sie dreht durch. Diese ganzen Diskussionen können nämlich genauso gut auch unterlassen werden, ohne dass dies unerwünschte Sanktionen für irgendwen nach sich ziehen würde. Es handelt sich nur um ein Spiel und um nichts anderes. Deshalb betone ich und wiederhole, wer anderer Meinung ist, sollte versuchen, mich mit seiner Gegenmeinung zu sanktionieren, denn ich habe nichts dagegen. Sanktioniere du mich mit deiner Gegenmeinung? Jederzeit, wann du willst, so viel du willst, wo du willst. Sanktioniere mich mit deiner Gegenmeinung, wenn ich so etwas behaupte, wenn ich also behaupte, es handelt sich nur um ein Spiel. Ich stelle dann fest, dass ich es genauso gut lassen könnte, also meine weitere Meinung zu äußern. Ich stelle dann fest, dass ich es genauso gut lassen könnte. Und wenn das für dich nicht gelten sollte, dann möchte ich gerne wissen, von welchen dunklen Mächten du getrieben wirst. Und dann würde ich dich gerne kennenlernen, weil ich erforsche dunkle Mächte, ich bin Soziologe. Also dieses Durchdrehen, diese Trollerei ist eine kommunikativ erzeugte Verhaltenskontrolle. Sie ist streng, sie ist unerbittlich gnadenlos und vor allen Dingen, sie ist völlig harmlos. Ich halte diese Trollerei für eine soziale Immunreaktion auf sich veränderte Bedingungen sozialer Realität. Was sich ganz langsam ändert, ist die Art und Weise, wie wir in Gesellschaft geraten, nämlich nicht mehr nur durch die Berücksichtigung von Notwendigkeiten, die sich durch Arbeit ergeben oder Erwerbsarbeit, sondern jetzt auch durch die Akzeptanz undurchschaubarer und ganz neuer und unbekannter Möglichkeiten, von denen ich meine, dass sie nur durch Spielerei erfahrbar gemacht werden können. Und aus diesem Grunde nun scheint mir die Kommunikation zwischen Unbekannten etwas ganz Fantastisches zu sein. Und aus diesem Grunde betreibe ich Trollforschung. Ich mache mich für Unbekannte ansprechbar und ich spreche Unbekannte an. Und ich gucke dann, was geht. Für mich ist das ein Computerspiel. Ich betreibe nur ein Spiel, das überhaupt erst als Spiel in Erfahrung gebracht werden muss, dessen Regeln darum unbekannt sind und die weder ich noch ein anderer herstellen oder durchsetzen kann. Und ein Spiel, dessen Ergebnisse nicht entlang der Differenz von Gewinner und Verlierer verläuft.
Also die Ergebnisse sind höchst fraglich, voll ungewiss und sehr unwahrscheinlich. Aber, sage ich dann, egal, auch wenn das nichts bringt, es ist ja nur ein Spiel. Ich begnüge mich mit der Einsicht, dass es nur ein Spiel ist, weshalb ich jederzeit damit einverstanden sein kann, mich von dieser Trollerei kontrollieren zu lassen. Weil ich nämlich glaube, eine Erklärung dafür, weil ich nämlich glaube, oder sagen wir, ich bilde es mir ein, eine Erklärung dafür zu haben, warum diese Trollerei funktioniert. Das ist ja ähnlich wie wenn du spielst, nicht wahr? Wenn du ja mitspielst, hast du eine Erklärung dafür, was da geschieht. Das ist ein Spiel. Die Frage ist, wissen das die anderen? Das ist ja der interessante Fall. Und es kann sein, dass sie es nicht wissen oder nicht wissen wollen, nicht wissen können oder wie auch immer. Aber wenn man merkt, dass es ein Spiel ist, dann kann man eben feststellen, dass das Spiel auch nicht immer sehr geschmackvoll ist und manchmal ziemlich hässlich und ekelig ist, was da gesagt wird. Das ist wohl keine Frage. Aber auch dann ist es sehr harmlos. Ja? Weil, wie gesagt, wenn man erkennt, dass es ein Spiel ist, das ist der entscheidende Punkt. Das wollte ich sagen. Danke. Also vielleicht kann man noch mal sagen, wir hatten vorhin noch drüber gesprochen, vielleicht kann man, darf ich das mal ergänzen oder wollt ihr was sagen? Die Trolle sind eigentlich Ordnungspolizisten. Die Trolle wollen dir nicht irgendwas sagen. Sie wollen nur sagen, dass sie etwas. Eigentlich nur darauf kommt es an. Es ist nur das. Der Verkehrspolizist, der will dir sonst nichts sagen, außer die einen links, die anderen rechts. Ne? Vorfahrt, es geht nur um eine Regelung, eine Ordnungsfindung. Und die Trolle können dir deshalb ist es nicht wichtig, zu unterscheiden zwischen einem Spaß- und Spieltrollerei und einer Hass- und Ekeltrollerei, weil nämlich, du kannst das zwar so und so unterteilen, aber was dem einen Spaß macht, beleidigt den anderen. Also das heißt, es bringt nichts, es so zu machen. Also mit Überzeugung, mit deinen Überzeugungen kannst du niemand anders überzeugen, wenn sie für dich unbekannt sind. Das machen die Trolle auch gar nicht, die überzeugen niemanden, sondern nur, die stellen sich selbst, das sind eigentlich Sportler, die stellen sich selbst der Ordnungsfindung nicht in den Wege. Ja, das macht genau dieser Jürgen Klopp. Der Jürgen Klopp sagt, ich stelle mich der Ordnung, der Frage, worum handelt es sich hier, eigentlich nicht mehr in den Weg, indem ich zu meinem eigenen Nachteil Entscheidungen mache, tun die Trolle. Denn die Scheiße, die manchmal schreibt, die ist so übel. Dass doch in dem Augenblick, wo du das merkst, dass jemand so eine Scheiße schreibt, der doch eigentlich gar nicht weiter ansprechbar ist. Also, ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Und dann sagt er toll etwas über sich selber aus. Der sagt über sich selbst, das ist wie, der funktioniert dann wie so eine Ampel. Er sagt, die ist jetzt rot und die ist jetzt grün. Und dann kommt es auf dich an, ob du nun Bereitschaft hast, dich an dieser Ampel zu halten oder nicht. Mir fällt an dem Punkt problematisch. Also für dich ist das alles relativ einfach, weil du es als Spiel begreifst. Schwierig wird es halt dann, wenn es Leute trifft, die das nicht als Spiel begreifen. Es gibt ja durchaus die Beispiele, wo Leute, die ich Internet-Trolle zu Schritten genötigt werden. Also in der Keynote letztes Jahr hatten wir das Beispiel von einem Vater, der bis in den Tod getrieben wurde, dadurch, dass seine Tochter irgendwie die ganze Zeit auf 4chan getrollt wurde. Da funktioniert das für bestimmte Personen halt nicht, deswegen ist das ein bisschen problematisch. Also es klingt sehr harmlos, wenn du das jetzt... Ich habe nicht von einem Kinderspiel gesprochen. Also sondern ich habe gesagt, wir haben es mit einer Veränderung gesellschaftlicher Realität zu tun. Ich denke darüber nach, wenn ich mich frage, wenn diese ganze die ganze Erwerbsarbeit, ich meine, Erwerbsarbeit wird es auch noch in 100 und 200 Jahren geben, das ist nur keine Frage, aber diese Automatisierung wird doch immer weiter getrieben. Allein diese Diskussion, das bedingungslose Grundeinkommen, zeigt doch, dass man jetzt sagt, naja, es dauert nicht mehr lange, bis kapiert wird, dass es nur noch eine Frage des Zufalls ist, ob du eine Arbeitsstelle bekommst oder nicht. Was macht man denn mit den Menschen? Und da weiß eigentlich keiner eine Antwort drauf. Und ich glaube, dass diese Frage nicht dadurch entschieden wird, dass ein Politiker oder eine Partei kommt und sagt, wir entscheiden das mal. Die Menschen suchen sich ihre Entscheidungen selber aus. Die lassen sich doch nicht so ist das doch. Also, und wir können die Entscheidung, wie du dein Leben führst,
du kannst nicht beliebig treffen, sondern du triffst die immer unter Bedingungen, die dir in der Gesellschaft angeboten werden. Und wenn nun in der Gesellschaft dir Bedingungen anliefert, dass du ohne Arbeit und ohne Zwang Menschen kennenlernen kannst, dann gibt es keinen Grund, das nicht zu tun, wenn du da irgendwie drin erfolgreich bist. Und es muss ja nicht immer nur traurige und ätzende Konsequenzen haben. Ich selber, ne, finde das total geil. Ich lerne furchtbar viele Leute kennen, bin immer begeistert. Der Punkt ist nur, diese gesellschaftliche Veränderung, die wird ja von keinem Chef gemacht, der sagt, ich informiere euch jetzt mal, Durchsage an alle, hier findet jetzt Veränderung statt, begreift es bitte mal. Ja, so hat die moderne Gesellschaft nicht angefangen, sondern das hat angefangen, diese Industrialisierung, das ist passiert und keiner wusste, wie genau und warum. Die Menschen mussten nur lernen, sich darauf einzurechnen. Das hat lange gedauert und wie wir aus Erfahrung wissen, ziemlich übel. Und nicht anders können wir uns den gegenwärtigen Veränderungsprozess erklären. Da passiert jetzt was anderes, da passiert was Neues. Und die Frage ist nur, wer sind die Gewinner und die Verlierer dieses Spiels? Und es gibt natürlich auch Verlierer, klar. Aber das kann ich nicht ändern, das kann der Christopher Lauer auch nicht ändern. Also du meinst zum Beispiel, wenn der Lauer den Kurt Beck verhobt, ist das Einzige, was der Beck tun kann, zu begreifen, ja, ist halt ein Spiel und der Scheiß drauf. Aber solange er halt das nicht als Spiel begreift, wird er halt getrollt und hat halt Pech. Beobachte die Situation, in der das geschieht. Die Situation ist Talkshow in einer Fernsehsendung. Massenmedium. Also, was geschieht da? Du musst die Situation, das ist nichts Beliebiges. Da ist eine Situation, da ist eine Fernsehanstalt, das ist organisierte Arbeit. So verstehen die das ja, die Soziologen. Da findet organisierte Arbeit statt. Da gibt es einen Hausherrn, da gibt es Rechte, da gibt es Rollen, da gibt es Rechte und Pflichten. Da wissen die, das ist Arbeitsteilung, spielt da eine große Rolle. Und da wissen die, kommt zwar selten vor in solchen Talkshows, aber immer wieder auch solche Freakouts, dass da irgendjemand rumflippt oder sonst irgendetwas. Das kommt selten vor, aber auch mit dem Fall kommen die noch zurecht. Das sind Stimmungsprovokationen, da wird Stimmung provoziert von Journalisten. Das ist der Grund, weshalb solche Talkshows stattfinden. Die Provokation von Stimmung ist nicht identisch mit dem, was Trolle machen, denn die provozieren keine Stimmung, die provozieren Ordnung. Die muss eben herausgefunden werden. Das ist eben der Punkt. Ich kann dir das nicht sagen. Ja, das ist eben, und deshalb betreibe ich Trollforschung, um das herauszufinden. Und ich muss da mitmachen. Wäre die Bezeichnung gesellschaftlicher Code Red richtig? Was? Ein gesellschaftlicher Code Red. So sagt mir nichts. Code Red ist die Selbstdisziplinierung in Gruppen, wie zum Beispiel in die Bundeswehr, Army, wo Soldaten untereinander sich aber auf eine gewisse Ebene oder auf eine gewisse Linie bringen. Wenn einer zum Beispiel schnarcht, laut ist oder die ganze Zeit Liegestützen verursacht, dann kriegt er halt irgendwann mehr aufs Maul. Also ich rede nicht irgendwie von irgendetwas. Ich rede von der Trollerei unter bestimmten Bedingungen. Nämlich dann, wenn du dich einer Situation aussetzt, in der du nicht verhindern willst und kannst. Also du willst auch gar nicht verhindern, dass alle anderen die gleichen Möglichkeiten haben wie du, dieser Situation sich auszusetzen. Das nennen wir dann diese anonyme Kommunikation bei Trolle und so weiter. Davon rede ich. Ich rede nicht von irgendetwas. Wenn wir uns hier untereinander unterhalten, dann können wir hier gar nicht trollen. Weil wir nämlich aus Erfahrung wissen, wie wir hier mit, sagen wir, irgendwelchen Störaktionen umgehen können. Wir wissen das. Und die Gesellschaft hat auch lange gebraucht, was herauszufinden. Also es ist nicht so, dass wir uns gegenseitig trollen können, wenn wir uns gegenseitig begegnen, weil wir nämlich nicht mit jeder Kommunikationsversuch einverstanden sein können und wollen. Und weil wir das voneinander wissen, deshalb machen wir das gar nicht erst. Oder wenn doch, dann wissen wir immer, dass da ganz strenge Risiken mit verbunden sind, die immer auch an Erwartungen geknüpft sind. Wir können uns nicht trollen, während wir hier zusammensitzen, weil wir nicht alle die gleichen Bedingungen haben, das Gespräch fortzusetzen und wir das auch nicht haben wollen. Also verstehst du, das ist nicht so, wir denken immer trollen, das ist ein Wort für Spielspaß, irgendwas, wenn irgendwas durcheinander gerät oder so. So ist das nicht. Vieles geht durcheinander und wir sind daran geübt und trainiert, dass vieles durcheinander gehen kann und wir können darauf reagieren. Aber was ist, wenn wir uns einer Kommunikation aussetzen, in der wir gar nicht können oder wollen, dass alle anderen die gleichen Möglichkeiten haben? Darum geht's. Und dann erst kann das Trollen funktionieren.
Du hattest dich gemeldet? Oder sind wir fertig? Ich befürchte, wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen, weil der nächste Redner demnächst dran ist. Aber du bist ja noch hier. Ich denke, wir werden sicherlich, wer Interesse hat, die Diskussion noch ein bisschen weiterzuführen, kann ich dann direkt ansprechen. Ich möchte aber noch als kleines Dankeschön an Conny. Also, super, bitteschön.